melde mich heute mal hier aus Düsseldorf. Ich bin nämlich wieder für euch unterwegs. Wie ihr sehen könnt, stehe ich gerade am Rhein und das Wetter ist auch wunderbar. Und ja, ich habe eine kleine Überraschung für euch. Und zwar werde ich heute zu Laura Pinsky fahren und sie besuchen. Und ja, wir sehen uns dann nachher. Bis dann. Wie vorhin schon angekündigt, bin ich jetzt hier bei Laura Pinsky in ihrem Zimmer. Und ja, wir wollen euch nachher ihr Zimmer ein bisschen zeigen, aber bevor wir dazu kommen, will ich ihr noch ein paar Fragen stellen. Hallo Laura. Hi. Dankeschön, dass ich zu dir kommen konnte, dass du es ermöglicht hast. Gerne. Und ja, wie war es eigentlich bei Supertalent? So, erzähl mal, warst du traurig, dass du jetzt nicht gewonnen hast? Also ich muss sagen, insgesamt war es eine schöne Erfahrung. Ich habe viel Neues dazu gelernt, auch vor allem, weil es bei RTL halt sehr professionell zugeht. Ne? Man bekommt mit, wie ist es auf der Bühne, wie ist es hinter der Bühne, wie muss man sich vorbereiten, und das war sehr interessant. Und ja, ich bin jetzt eigentlich nicht traurig, dass ich nicht gewonnen habe. Ich meine, ich bin erst 16 und ich gönne es Jean-Michel, weil er hat sein eigenes Lied geschrieben, er hat es gut rübergebracht und singt Deutsch, von daher, ich freue mich für ihn. Ja, und welchen Platz hast du jetzt genau gemacht? Fünfte. Ah, fünfte, das ist gut. Von wie viel bewerben? Von 44.000. Krass. Also echt Respekt. Dankeschön. Hast du auch gut gemacht. Dankeschön, aber ich hätte es auch nie erwartet, so weit zu kommen. Man geht da zum Casting und ich war erst 15 und, weißt du, so unerfahren auf diesem Gebiet. Ich habe immer nur so in meinem Zimmer hier gesungen und habe es einfach nur gemacht, weil es Spaß gemacht hat, und habe jetzt nicht so daran gedacht, okay, irgendwann gehe ich auf so eine große Bühne. Also ich habe es mir immer gewünscht, aber dass es dann wirklich so passiert, das ist echt krass, aber auch cool. Und dann noch so weit kommst, bis das Finale vor allem. Ja. Krass, also echt Respekt. Dankeschön. Ja, und das hier ist dein Hund? Das ist Nala. Süß. Wie alt ist er jetzt? Nala ist 4. 4, sehr lebendig und... Ja, momentan liegt er ein bisschen, aber... Momentan? Okay, wer weiß, vielleicht geht er ja nachher noch ein bisschen ab. Oder sie, ich sag immer er, weil der Hund... Ist nicht schlimm. Süß, ja. Wollen wir einfach mal meinen YouTubern oder deinen Fans dein Zimmer zeigen? Ja. Am besten sagt, wo wollen wir anfangen? Hier zum Beispiel können wir anfangen. Okay. Das ist meine Nachtlichtlampe. Und zwar war das mal ein Schlüsselkasten. Hier hat mein Papa das halt gemacht. Und ich habe alles hier vorne beklebt. Mhm. Okay, also jedes einzelne Steinchen. Alles selbst gemacht. Ja, darauf bin ich halt stolz, weil es so viel Arbeit war und ich aber den Plan umgesetzt habe. Und Dann da zum Beispiel können wir weitermachen. Hier sind meine ganzen Justin Bieber Poster. Ja. Und das hier hat ein Junge aus meiner Stufe für mich gemalt. Mhm. Noch vor dem Halbfinale. Cool, das hängt hier auch. Dann ist hier noch ein Kalender, den habe ich von Gerwin bekommen. Ja, ein Fan von dir sicher. Genau, hier bin ich mit Fabienne drauf. Fabienne von DSDS. Genau. Und ja, möchtest du mal mein Lieblingsparfum sehen? Ja, das wäre vielleicht auch interessant für deine Fans, was du so für Parfüm trägst. Das habe ich hier in meiner Tasche immer dabei. Ja. So, das war das von Guess. Okay. Das ist Seductive, glaube ich, wenn man das so ausspricht. Und riech mal. Das riecht gut, sehr süßlich, so. Also ich finde das gut, das ist so süßlich, aber das ist auch so, dass das so einen starken Geruch hat, nämlich so, dass das nicht so nach 5 Minuten aufhört, so zu riechen. Deswegen mag ich das eigentlich, weil es auch hält. Und, Vielleicht können wir nochmal in die Kamera zeigen. Ich hole mir das nochmal raus. Ups, der Deckel ist aufgefallen. Gut, also nicht so richtig. Ja. Also hier nochmal, falls jemand sich für interessiert. Ich hoffe, die Kamera stellt das jetzt scharf. Das ist von Guess. Ja, könnt ihr mal schauen, vielleicht wenn ihr es in irgendeinem Laden seht, mal dran riechen, ob es euch gefällt und dann auch kaufen. Ja, so. Was hast du noch so Schönes für uns? Hier zum Beispiel liegt noch Schmuck vom Supertalent, den ich anhatte. Ah, okay, den durftest du mitnehmen? Ja, genau. Die Kleider durfte ich auch behalten. Das ist cool. Kann ich euch gleich auch noch zeigen, wenn ihr mögt. Also hier, das hatte ich beim Finale alles an. Cool. Und das Armband zum Beispiel habe ich auch noch von... meinem letzten Auftritt in Langenfeld von einem Mädchen bekommen. Das trage ich auch. Ich finde das schön und ich finde das süß, dass man jetzt so Geschenke bekommt. Ja. Und das ist einfach so anders. Man ist es nicht gewohnt, aber man freut sich deswegen umso mehr. Ja. Moment, da hinten. Ja.
Ich sehe es schon. Auf meiner Musikanlage. Ja. Ich hätte auch noch hier erstmal das Highlight-Stern. Genau, das Highlight. Dann hier der kleine Stern noch genau. Vom Casting und der große Stern vom Halbfinale, ne? Vom Duell. Also quasi, so, dass ich ins Halbfinale eingezogen bin. Ja. Und kann ich mal anfassen? Ja, klar. Also, kannst du beschreiben, wie der sich anfühlt oder so, ja, vielleicht für die... Was ist das? Ist der aus Glas oder... Nee, ich glaube, das ist eher so Plastik. Irgendwie so. Plexiglas vielleicht. Ja, irgendwie so. Aber es ist auch gar nicht schwer, also... Nee, aber so schön, ja. Ja, sehr schön. Und hier noch mit Stickern. Sind so Aufkleber irgendwie drüber geklebt. Mhm. Silber, Gold. Cool. Ja. Ja, und der hat hier einen Ehrenplatz. Und das hier ist Plastik, ne? Ja, das ist Plastik und einfach so ein... Ja. Sieht aus wie so Geschenkband. Wie so für so Geschenke. Ja, cool. Dann hängen wir das hier, dann legen wir das hier hin. Und ich kann euch mal die Kleider raussuchen. So, hier ist das eine. So. Ja, genau, das hattest du bei Read All About It an. Genau. Ja, schön. Ist hier noch mit Glitzer ein bisschen drüber gemacht. Im Original hat das hier, also Originalversion von dem Kleid hat keinen Glitzer, gar nicht. Okay. Es war auch kein Gürtel dabei. Ich habe noch so ein Gürtel bekommen mit Pailletten. Und ja, meine Lieblingsfarben sind pink und lila, deswegen ist auch pink. Ah, deswegen hast du sicherlich auch eine lila Wand in deinem Zimmer. Genau. Genau. Und hier ist das dann vom... Ja, das finde ich sehr schön, das Kleid. Kleid. Also, ich wollte auch unbedingt mal ein weißes Kleid anziehen, weil ich finde das so... Das erinnert mich so an Hochzeiten. Ja, voll schön. Also. Dankeschön. Cool. Das sind Pailletten, ne? Ja. Das sind so, so Steinchen. Das sind so draufgeklebte Steine. Ja. Eher so die wie von meiner Lampe. Ja, stimmt. Würde ich sagen. Ja. Cool. Und hast du jetzt irgendwie noch hier, ich sehe gerade deine CD-Sammlung oder DVD-Sammlung. Was sind so deine Lieblingsfilme oder Lieblings-CDs? Also mein Lieblingsfilm ist, glaube ich, Titanic. Also es gibt so viele Filme und ich kann mich nie entscheiden, so bei Musik, bei Film allgemein. Aber ich glaube, Titanic ist eigentlich so einer meiner Lieblingsfilme. Und ja, von der Musik her sind hier noch viele so Sachen von früher, wie Kinder. Hannah Montana. Ja, okay. Also ich war ein totaler Hannah Montana-Fan mit 12, 13, 14. Ja, genau, High School Musical und alles. Und ja, jetzt lädt man sich auch die Musik meistens bei iTunes runter und lädt irgendwie aufs Handy oder auf ein iPod oder so. Ja, aber die Justin Bieber-Alben kaufe ich immer noch. Ja, genau. Ich finde auch so, wenn man einen richtigen Fan ist, dann muss man die CDs haben. Ist jetzt dein aktuelles Album? Genau, Believe, das ist das neueste. Also hier so im Vergleich, Moment, das war die allererste Single von Justin Bieber. Also nicht die allererste Single, aber die erste Single, halt, die ich gekauft habe, quasi seine zweite Single. Mhm. Und ich weiß noch, damals war mir das peinlich, ich habe die heimlich gekauft. Weil ich weiß nicht, wie alt war ich da? 13, 14? Ja. Weil das war so die erste CD, sonst habe ich immer nur Miley Cyrus, Hannah Montana gekauft. Also immer so ein Mädchen eher, ne? Und das war so ein Junge und da war mir das irgendwie peinlich, eine CD zu kaufen, wieso auch immer. Also nicht direkt peinlich, aber so. Ja, komisch. Und ja, hier sind viele Disney-Filme auch noch von früher. Also ich finde, Disney macht sehr schöne Filme. Ja. Ich mag auch die drei Fragezeichen, die höre ich immer noch, so immer so vor dem Schlafen gehen und so. Auch allgemein so Hörbücher und alles. Mhm. Ja, cool. Ja, Twilight darf natürlich auch nicht fehlen. Das ist in jedem Haushalt fast zu finden. Avatar. Avatar habe ich auch, genau. Super Film. Burlesque mit Christina Aguilera ist auch eine meiner Lieblingssängerinnen. Mhm. Dann hier Johnny English mit Mr. Bean. Und natürlich auch Justin Bieber, Never Say Never. Ja. Ja. Hast du den Film im Kino gesehen auch? Der kam noch im Kino. Das war, als der rauskam, war ich glaube ich gerade in Berlin nämlich, weil ich war in Berlin auf dem Konzert bei ihm. Ah, okay. Und danach irgendwie, keine Ahnung, habe ich es nicht mehr geschafft, ins Kino zu gehen. Leider so, dass ich gesagt habe, ja, die DVD muss ich mir holen. Super. Ja, ich hoffe, das war sehr interessant für euch. Und ja, wenn ihr einfach noch Fragen habt, dann schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Und ich bzw. Laura werden die vielleicht auch beantworten, mal gucken. Und ja, ihr könnt auch Laura eben auf ihrer Facebook-Seite schreiben. Ich packe auch den Link nochmal unten in die Beschreibung rein. Könnt ihr dann alles nochmal euch angucken. Und ich mache auch nochmal deine Auftritte von Clipfish. Poste ich auch einfach nochmal unter das Video. Könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Ja, und euch von ihrer tollen Stimme inspirieren lassen. Ja, wir wünschen euch dann noch einen schönen Tag.
Und schön, dass ihr zugesehen habt. Genau. Bis dann. Tschüss. Ciao.